Hellsmaw. Und das geht schon super los. Wir haben das schon gleich am Anfang angegriffen. Hinter uns ist der Weg weiter. Wir befinden uns quasi am Rande der Hölle. Also sind kurz davor, den finalen Schlag zu machen. Wir müssen hier aufpassen. Hier, das hier ist Lava hier unten. Und wir haben natürlich auch wieder diese Waffe hier in Massen. Das Problem ist aber mehr die da hinten. Ich kann sie ja so abballern. Na komm, stopp, du blöder Gargoyle. So. Das sind auch noch normale, das heißt, die sind nicht so wild. Und ich weiß noch, dieses Level hier war jetzt nicht unbedingt lang und schwer. Es war doch schon ein bisschen schwer, sagen wir es mal so, ja. Aber man sieht auf jeden Fall, man sollte auf jeden Fall nicht hier ohne ausreichend gute Munition starten. Ah, shit. So. Wir haben genug Flask, aber den Ring heben wir auf, den brauchen wir noch. So. Oder muss ich hier schon fliegen? Ich muss da hoch, glaube ich. Aber ich glaube, da müssen wir fliegen. Wir haben kein Fliegi-Fliegi. Oh oh. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ich bin gleich tot. Dann muss ich mal noch schnell nochmal neu laden. wo habe ich den gespeichert? Ach, beim letzten. Bei der Krypta haben wir das letzte Mal gespeichert. Ah, das ist peinlich. Normalerweise dürfte das gar nicht passieren. Aber es muss einen normalen Weg geben, darüber zu kommen. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Mal, wir nehmen die Waffe. Oh ja, ja, genau. Ballert euch. Genau, ballert euch schön ab. Da muss ich nicht so viel Munition verballern. So, die schießen jetzt auf die Skelette. Und die machen sich dann schön platt. So, ich will aber natürlich nicht die Gargoyles abknallen. Die können... Oh. Die haben auf jeden Fall keine Chance. Da vorne ist das Skelett runtergefallen. So. War schon ein bisschen einfacher jetzt gerade. Also ich will nicht zu viel Munition von der wegballern hier. Die werden wir auf jeden Fall noch benötigen. So, schön alles einsammeln hier. Hi. Bye. Wir müssen darüber. Dafür muss ich erstmal hier abspeichern. Wie war das? Wie war das? Ach, warte mal. Hier an der Seite kann ich hoch. Ah, verdammt. Da hätte ich besser drauf achten sollen. Na gut. Das hätte ich vorhin anders machen können. Ich wusste es nicht mehr, ganz ehrlich. Ich dachte, jetzt komme ich nicht mehr rüber. So, das wird ein bisschen wehtun. Ja, man merkt schon, bei der Säure kann man noch ein bisschen drüber laufen. Bei Lava natürlich realistisch. Keine Chance. Da wirst du verbrannt. Da ist die Fliegekappe. So, geil sind wir. Wir kriegen auch noch ein Büchlein.
Damit haben wir jetzt mal sehr viele Bücher, das ist sehr gut. So, und jetzt öffnen wir das Tor und dort wird der... geht's erst richtig ab. Weil da sind links und rechts ganz viele Gegner. Und diese hier, diese Explosionsbälle, die kennen wir ja noch aus dem zweiten Level, glaube ich, war es sogar gewesen. Die Dungeons quasi. Die kommen immer wieder, die werden immer wieder nachgespawnt. So, wie viele Bücher haben wir denn? Zwei. Gut, dann werde ich das erst jetzt einsetzen. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht selbst umbringe. Ja, die werden sonst hier irgendwann rausgelassen und dann haben wir ein Problem. So, man hat es schon gesehen, das hat ziemlich gut geholfen. Und da läuft die Zeit ab. Ich muss aufpassen, diese blöden Masken. Diese blöden Feuerfratzen könnten mir noch einen Strich durch die Rechnung machen. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle erledigt. Haben aber nicht sehr viele Lebenspunkte. Aber dafür habe ich ja die ganzen Flasken eingesammelt. So. Ich glaube, das wird erstmal reichen. So, und jetzt brauchen wir das nächste Buch. Denn jetzt geht's ab zum nächsten... Also es ist im Grunde der Endboss von dieser Welt hier. Aber nicht der Endboss selbst. Weil es gibt noch einen richtigen Endboss von dem Hauptspiel. Und das ist mehr so jetzt eine neue Gegnerart, die später allgegenwärtig wird. Aber da haben wir auch bessere Munition. So, würde ich sagen, los geht's. Jetzt müssen wir gegen die Dämonenfratzen antreten. Und die sind richtig heftig, deswegen setze ich hier gleich die stärkste Attacke ein. Es sind auch zwei, und ich bin gleich tot. Ich bin tot. Scheiße. Ah, ich glaube, ich bleibe lieber oben. Ich glaube, ich bleibe lieber oben. Na gut, das ist jetzt natürlich ärgerlich, dass ich jetzt nochmal runter muss. Ah, ich muss, glaube ich, davor mal speichern. Also es ist nicht sehr großräumig, das Ganze hier. Also, wo ich viel Rätsel lösen muss oder sonst was. Aber... es ist vom Gegner her, von den Gegnern her, ein sehr schweres Level. Ich werde mir überlegen, ob ich die Typis da drin erstmal lasse und direkt auf die letzten Gegner gehe. So. Safe. Ah, jetzt wird's interessant, nämlich. Jetzt wird's interessant. Weg mit dir. Und sie sind noch nicht wach. So. Also muss nochmal. Okay, die Feuerbälle, die gehen noch. Die Wirbelstürme sind richtig schlimm. Und die halten so viel aus. So, die hauen auch richtig schön rein. So, wenn die tot sind, ist es noch nicht vorbei. Yes. Sind down. Nein, 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 lass mich noch runter. Jetzt haben mich nämlich noch mehr getriggert. So, und dann nehme ich nämlich noch ein Buch. Und schieße jetzt erstmal hier rein. Weil hier haben wir Milliarden von diesen Magiern. Und auch ein paar Mumien. So, jetzt schnell meinen Flask schnappen. Oh, und da läuft meine Zeit wieder ab.
Oh, das hat gut gewirkt. Also, es hat funktioniert. Also, Munition wieder sammeln. Ich weiß noch nicht, ob ich danach die nächsten Kapitel spielen sollte. Eigentlich würde ich, kann ich es hiermit auch schon gut abschließen, um mal Heretic zu zeigen, aber... Wow! Du blöde Fratze. Es kommt natürlich immer drauf an, wie ihr so drauf seid, wie ihr das haben wollt. So, jetzt überlege ich, gehen wir auf die Waffe. Oh, ich habe ihn umgebracht, indem ich mich rein teleportiert habe. Das ist das Gute. Dadurch, dass ich die jetzt, dass die jetzt frei sind, kann ich jetzt die Bomben benutzen, um sie besser umzubringen. Ich habe sie damals die Bomben immer hier reingelockt. Also reingedrückt in die Kammern. Ach, hier ist noch einer. Ah, der hält auch ein bisschen was aus. So. Aber keine Armor. Deswegen sammle ich immer die Armor so sehr, weil man die irgendwann nicht mehr so oft kriegt. So. Weil eben, wenn man die wegschiebt, spawnen neue. Deswegen kann man hier unendlich von den Bomben erzeugen. Das habe ich... Ich habe es früher ein bisschen genutzt. Zum Beispiel auch gegen den Endboss, also den Boss, Endboss dieses Levels. Wie gesagt, diese Gegnerart, die wir gerade gesehen haben, die ist in der nächsten Welt. Wie gesagt, das ist ja quasi auch nur eine Welt hier, die wir spielen. Das war die Menschenwelt. Später kommen wir in eine Dämonenwelt. Da werden die öfters da sein. Ihr habt gesehen, ich habe ja schon für zwei ziemlich gebraucht. Aber später sind die nicht mehr so schlimm, finde ich. Ich glaube, da war, wenn man andere Waffen hat. So, jetzt schnell hier rüber. So, schön Munition gesammelt. Und rüber. So. Und jetzt können wir den Ring endlich mal nach langer Zeit richtig benutzen und nicht wieder aus Versehen einsetzen. Das sind unsere Items, die wir haben. Wir können jetzt noch rumfliegen. Aber letztendlich ist hier das Ende des Spiels. Und wir können jetzt über Lava laufen, ohne dass es uns wehtut. Und meine Flasks sind voll. Das heißt, ich kann hier so nicht alle Items einsetzen. Ne? Ne, ich kann sie nicht einsetzen. Das heißt, mir bleiben diese Items verwehrt. Aber das ist nicht schlimm, oder? Das finde ich nicht schlimm, weil ihr wisst ja, warum ich... Oh Gott. So. Ne, jetzt habe ich mich unsichtbar gemacht. Das ist super. Gut, damit endet das Spiel. Wie gesagt, ich werde hier nochmal einen kleinen Save setzen. Und schauen wir uns noch die Endwertung an. Achso, es gibt keine Endwertung. Ja, achso, Eisenliche waren das. Also Iron Leeches. Liches, Iron Leeches. Ja, und hier wird erzählt, die kommen ja von woanders her. Aus einem feurigen Portal, was sich jetzt nun geöffnet hat. Oder beziehungsweise schon offen ist. Und wir als Held sollen natürlich durch dieses feurige Portal gehen und auch die Heimatwelt der Dämonen vernichten. Aber ich glaube, die nächste Welt, wo wir kommen, ist noch nicht mal die Dämonenwelt selbst. Ich glaube, das ist eine andere Welt, wo also eine andere Dimension, wo andere Menschen leben oder gelebt haben und die aber schon lange ausgelöscht wurden. Ja, und das war das erste Kapitel. Geht's jetzt, muss ich jetzt was drücken oder ist jetzt wieder, ich glaube, das ist wieder auf Startbildschirm, oder? Ja, das ist wieder auf Startbildschirm. Also quasi, wir haben jetzt City of the Damned gespielt und Hell's Maw ist dann halt das nächste. Und The Dome of Disperil oder Disperil, das ist im Grunde dann das letzte Gefecht. Und Disperil ist ja der Obermotz, der im Grunde die ganzen Dämonen anführt. Das ist quasi sein Bereich, sein Reich. Und das ist wirklich der schlimmste Ort, den man sich aussuchen kann. Also da kommt alles zusammen. Aber es kommen neue Gegnertypen auf jeden Fall in Hell's Maw schon vor. Und das wäre dann der nächste Schwierigkeitsgrad. Und ja, dann verabschiede ich mich. Dankeschön fürs Zugucken, dass ihr
Interesse hattet an Heretic, die meisten Leser kennen nur Hexen. Und falls trotzdem Interesse bestehen sollte, dann werde ich vielleicht auch die nächste Welt spielen. Vielleicht mache ich sie auch von alleine, man weiß es nicht. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Tschüss.